Dr. Rudi Schmidt ist 1931 in Basel geboren und lebt in Riechen. Er ist ein vielseitiger Künstler und arbeitet als Maler und Bildhauer. Er kreiert Bilder, Skulpturen, Metallgüsse, Theatermasken und vieles mehr. Er hat diverse Stipendien und Preise gewonnen und ist der Kunst mit Herz und Seele verschrieben. In seinem Atelier haben wir ihn ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Mein Vater war Bildhauer und Maler. Und dann habe ich als kleiner Junge bin ich bei ihm an einem Atelier gesehen. Und dort habe ich natürlich Maler drüber, mit einem Hammer in die Hände nehmen und einem Meißel. Und er hat mir dann einen Stein angelegt. Dann habe ich hier an diesem Stein herumgehauen. Das hat also schon so früh angefangen. So also mit etwa 4, so ungefähr. Und dann haben wir. Das hat dann einfach nicht mehr losgelassen, das ist dann geblieben. Ich verlange einfach nach etwas zu machen, etwas Schöpferisch zu machen. Diese Prägung ist geblieben und hat dazu geführt, dass der Rudi die Künstlerlaufbahn eingeschlagen hat. Ich habe eine Bildhauerlehre gemacht, 4 Jahre in der Gewerbeschule. Und beim Vater habe ich die Lehre gemacht, 4 Jahre. Und ich habe dort zwar gemeint, ja, wenn ich beim Vater eine Lehre mache, dann habe ich es schön, aber es war also nicht so schön gewesen, um den Vater herum. Er war sehr streng und hat mich da einmal gedruckt, zum Arbeiten und Machen. Aber ich habe einfach die Freude gehabt an diesem Beruf. Das ist das Schönste eigentlich, was gibt, finde ich, ja, heutzutage. Heute meine ich, es gibt nichts Schöneres als Bildhauern und Malen. Sein Schaffen hat Erfolg gehabt. Rudi Schmidt ist als Künstler bekannt worden. Er erklärt, wie das gekommen ist und beantwortet die Frage, was ihn inspiriert hat und wie er seine Süche umsetzt. Ja, also angefangen hat es früher, als ich noch jung war, habe ich einmal in den Weihnachtsausstellungen ausgestellt, Kunsthalle. Die haben jedes Mal an der Weihnacht eine Ausstellung von Basler Künstlern. Und dort habe ich einmal ausgestellt mit anderen, mit ein paar anderen. Und so hat das angefangen. Und dann sind so Kunstkreditwettbewerbe gekommen. Dort habe ich natürlich auch immer mitgemacht, wenn es öffentlich war. Leider bin ich nie eingeladen worden, aber im öffentlichen Ding, da habe ich immer mitgemacht. Also beschäftigen tut mich immer die Natur. Das ist immer das Erste. Ob ich jetzt in der Landschaft bin und nachher Landschaftskizzen mache oder mal, oder ob ich eine schöne Frau sehe oder im Wald bin, noch immer. Das ist immer die Natur das Erste. Und die inspiriert mich. Das ist der Ursprung eigentlich. Ich bin der glückliche Künstler, der eigentlich machen kann, was er will. Ich will machen, was ich will. Ich will abstrakt malen, ich will gegenständlich malen. Ich will das machen, was von mir innen rauskommt. Wie? Das ist immer eine Variante. Einmal so, einmal so. Also es fängt immer mit der Natur an. Ich habe hier ein kleines Beispiel. Ich will hier nur zeigen, dass man ungefähr sieht, wie es anfängt. Hier ist jetzt einmal die Vase mit Orangen. Und dann gibt es die zweite Variante. Das gleiche Thema, nicht? Ein bisschen abstrahiert, dann geht es weiter, dann wird es noch abstrahierter, also auf alle Fälle hier und dann geht es bis zum Abstrakten. Das gleiche Thema, das zeige ich immer den Leuten ein bisschen, die sich interessieren, wieso malst du so und wieso machst du das. Dann sage ich ihm, in erster Linie ist die Natur immer, Natur inspiriert mich, wenn ich ein schönes
Glasfäschen sehe oder so, oder eine Flasche. Das inspiriert mich und ermole sie. Ziemlich naturalistisch. Und dann will ich aber weitermachen. Dann will ich meine Eigenheit dazu reinbringen. Und dann wird es zum Teil eben dann abstrakt oder sogar ungegenständlich. Seine Liebe zum Kubismus redet aus seinen Bildern. Aber generell auch die Freude am Ausprobieren. Und mit der Freude sind wir bei einem wichtigen Stichwort. Der Rudi sagt uns, was es zu einer Künstlerlaufbahn braucht. Ich würde sagen, er muss bescheiden sein und er muss Freude haben daran einfach. Er muss die Freude, die kann man, ich weiß nicht, man kann sie nicht geben. Die muss in einem innen sein, die Freude, glaube ich. Und er muss einfach die Freude haben, um etwas schöpferisch zu machen. Und muss Geduld haben. Es ist nicht einfach. Es ist eine harte Sache, aber es ist eine schöne Sache. Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit des Lebens zugrunde gehen. Der Satz hängt im Atelier von Rudi Schmidt. Wir haben abschließend gefragt, warum er ausgerechnet diese Aussage zum Motto gemacht hat. Es ist nicht alles eitel und Freude, das stimmt schon. Ich meine, ich habe schon unten durchmüssen mit der Familie. Ich hatte zwei Söhne gehabt und habe natürlich finanziell manchmal schwer unten durchmüssen. Aber es hat mich nicht abgehalten. Trotzdem nicht aufhören und weitermachen. Ein Rudi seine Ausdauer zahlt sich auf jeden Fall aus. Vom Samstag, 8. April bis am Sonntag, 10. Mai, zeigt die Mühle in Altschwil eine Retroperspektive von dem vielseitigen Künstler, der in seiner Arbeit Inhalt, Sinn und Kommunikationsplattform gefunden hat.